Sollen Sie hier gerade schütten erstmal? Und ich habe mir auch angewöhnt, da öfter mal wieder hinzugucken. Ja, unsere Turbinen. Jetzt habe ich da im Internet, hatte ich zwischendurch Bilder gesehen, die hatten hier an der Niederdruckturbine, an der rechten Seite der Niederdruckturbine, hatten die noch mal zwei Stromgeneratoren dran. Und ich habe das zwischendurch probiert. Aber ich weiß nicht, ich habe eine ganze Weile geguckt, aber da hat sich überhaupt nichts gedreht. Und dann habe ich es erstmal wieder abgemacht. Ja, wie gesagt, hier seht ihr jetzt überall die Wasserversorgung. Ja, mal sehen, wann die fertig werden. Ist natürlich blöd. Arbeiter fehlen ist natürlich blöd. Aber da haben wir schon Stück für Stück mal die Häuser zwischendurch verbessert. So, das funktioniert also. Vorher selber habe ich die Verbrennung gebaut, obwohl wir die ja brauchen könnten. Aber ich habe ja auch schon Pferde kürzen sehen und dann hat man uns darauf verlassen, dass abtransportiert wird und auch irgendwann auf einmal nicht mehr. Und dann sind die Abfalldinger übergelaufen, die Leute. Also wir haben dann Probleme durch den Müll in unserer Siedlung gekriegt. Das war natürlich auch wieder nicht das Ideale. So, mal gucken, ist hier schon was? Unsere Wasserversorgung. So, da fehlt doch eine Arbeitskraft, siehst du. Ja. Ja, die haben extra gekriegt Wasserversorgung und ich weiß nicht, habe ich den Strom? Ja, doch, Strom habe ich den auch schon gebaut. Was ist das da? Was habe ich denn da dran gebaut? Verbrennungsanlage? Ach so, ja, das ist die Verbrennungsanlage, ja richtig, das hier ist Strom. Stromgenerator, Transformator, nicht Generator. Transformator. Ja. Weil ich der Meinung war, ich kann dann irgendwie ein bisschen die Dings hochpushen für die Einigkeit. Nicht alle Kartoffeln. Wenn ich mir alle Kartoffeln im Keller oder was? Hier, da macht er Kartoffeln dazu. Warum sind da keine Kartoffeln? Ist doch schade drum. Kartoffeln. Da hatte ich schon alle eingestellt, ja. Ach hier. So, jetzt kann ich die wieder. Kann ich die Schlacke, kann ich die Dinger wieder füllen lassen? Aber unsere Kupfer. Wie gesagt, das habe ich ja gemacht, damit die Kupferproduktion nicht durch den Schlackeausgang blockiert wird. Und außerdem können sie sich dann hier gut abhören zum Kippen. Zum Kippen gucken wir mal unsere andere Seite wieder an hier. Wie sieht es hier aus? Ah, guck mal hier, die bauen schön Rampe schon. Das ist schon mal gut. Das ist gut, weil die brauchen wir ja dann. Dann haben wir den Platz da oben noch und den Rest lassen wir uns dann ringsherum so weit wie möglich aufschütten. Ja,
Strom bauen wir dann noch weiter um, aber da würde ich erstmal noch warten auf Material oder wie die Forschung vorangeht, dass wir dann durch die Forschung, was kriegen wir als nächstes, warte. Schwerölkrecken, was ist das denn schon wieder? Brenngas. Ja, Schweröl. Ja, Schweröl haben wir, aber Wasserstoff haben wir wieder nicht. Schweröl kriegen wir doch bei unserer Dieselherstellung. Fällt doch das Schweröl mit ab. Glasherstellung. Mischglas. Wo liegt denn Mischglas rum? Wie schmolzen das Glas? Energieerzeugung. Hier ist das auch so ein Hochdruck, Niederdruck. Was ist das? Stromgenerator. Aha. Wie lange muss ich es drehen? Ja, das ist klar. Das ist schon klar. Aber der ist ja auch deutlich größer als die anderen, ne? Unsere anderen Generatoren hier sind ja nur die. Ach, hatten wir, waren wir schon da? Sind ja nur die Scheiben hier. Eine Scheibe. Macht das 500 kW, macht die 360 kW. Ach so, der ist ja. Nee, hier muss man doch gucken. 1 Megawatt. 1 Megawatt. Ja, da kommt die da dran. Ja, die macht auch nochmal 1 Megawatt. Und wenn ich dann nochmal einen dran ballere. Ja, ich meine, wie gesagt, ich habe im Internet mal geguckt, Bilder versucht rauszukriegen, wie man das optimiert bauen kann. Aber da gibt es ja auch die widersprüchlichsten Anordnungen, ja. Ach ja, die hatte ich ja hier zwischen. Hier zwischen hatte ich die Salinen. Die habe ich aber nochmal weggemacht, damit unsere Tanks gebaut werden können. Unsere Meerwassertanks. Ja, und das sind unsere Salzspeicher dann. Was wir dann, die wollen ja im Endeffekt dann auch wieder brauchen für unsere. Ja, haben wir Kupfer mit abgebaut. Kupfer gefunden. Ja klar, wenn sie hier geradeaus wegschrappern. Noch Einigkeit. Mann. Und arbeite auch nicht, ja. Nee, wie kann ich es ändern? Die Materialproduktion geht nicht voran, schon wieder nicht. Warte, ich kann doch hier noch. Wie sieht es aus mit unserer Wartung? Ausgabe 4068 ist ja reichlich, oder? Weil irgendwas blockiert hier noch unsere normale Materialproduktion. Irgendwo hängen da noch Teile mit drinne. Wie gesagt, am Anfang natürlich habe ich natürlich gebaut, das ist sehr wichtig, weil ja die Wartung nicht zusammenbrechen darf. Bei denen gibt es ja auch Probleme. Aber inzwischen. Ja, der produziert alle wichtigen Teile. Die sollten das. Ja,
der hat kein Flüssigstickstoff, die haben kein Glas. Und die haben auch kein Nix. Also. Holz. Holz. Warte mal, Holz. Was war denn mit Holz? Was mit unserem Holzschiff? Nie kein Holz? Hä? Nee. Wann holst du ein neues? Wann kannst du ein neues holen? Kohle. Der hat da Kohle mit dran. Na, siehst du, weil da nicht so machen. Deshalb ist er, steht der. Ja, keine Arbeitskräfte. Ja, haben wir keine. Können wir nur noch bauen, dann können wir nie noch von haben erstmal. Ich nehme erstmal die. Gucken, kann er überhaupt bauen? Nö, kann er nicht. Obergrenze erreicht. Dann geht das auch nicht. Ja, wie gesagt, Hauptsache die Kohle da weg, damit der neues, dann kann der Holz holen, wenn der Holz holt. Holz. Ja, das Rampf schon fertig, oder was? Ja, dann muss ich mal einen LKW verschrotten. Ich muss einen LKW verschrotten, damit ich... So. Den muss ich verschrotten. Der soll mir. Ey, abbrechen. Bau den mal, ja. Da will ich wissen, ob das geht. Ob die Rampe schon fertig ist nach da oben. Weil. So richtig schüttungsmäßig sieht das ja nicht mehr aus, ne? Ist hier noch Einigkeit, ja. Holz. Ja, da haben wir Holzdepots, haben wir überall, aber natürlich hier nicht in Reichweite, ne? Mal sehen, ob du kannst oder nicht kannst. Kann das hier nicht erreichen. Aha. Na gut, sind die vielleicht zu dicht am Rand? Dann nehme ich mal die anderen. Warte. Mal welche von mittendrin so. Das ist unsere Rampe noch nicht gut genug. Mist. Ah.
Ne, die schütten nicht. Die schütten nicht auf. Und die Rampe ist noch nicht hoch genug. Ja. Jo. Aber fahr schon mal hier hin. Kein Holz haben ist natürlich doof. Und was ist mit der Kohle? Ja.